noch und. Kein Problem für Snowguard. 7 zu 0. Ich meine. Also, ich würde jetzt noch eine Kaufrunde abwarten und dann wäre spätestens die Zeit, wo ich einen Timeout ziehe. Weil sonst wird's viel. Sehr viel. Düner, beschwer dich nicht. Ihr führt 7-0. Das Licht kann anbleiben. So sieht's aus. Glückbringer. Genau, sieht es als Erleuchtung, nicht als Störfaktor. Und es geht wieder Richtung Haus. Langsam kontrollierter Aufbau von der SK. Naja, langsam auf jeden Fall. Kontrolliert. Ja, die ersten paar Meter anders aus. Die ersten paar Meter vom T-Spawn bis zum Haus sind sehr kontrolliert, muss ich sagen. Aber ab dann nimmt aber stark ja, jetzt ab. Haben sie mal die Banane eingenommen. Jetzt haben sie Snowguard ein bisschen so die Spielwiese genommen. Aber dann müssen sie jetzt auch ein bisschen aggressiver im Haus sein. Weil solange MT im Teppichgang steht, kann er genau sagen, im Haus ist nichts. Das heißt, Mitte und Banane decken bitte, den Rest habe ich. Ja, und diesmal verbratzt er sich, Purim mit dem Frag. Geht auch noch mit ordentlich viel HP aus dem Kampf raus. Hat er nichts gehittet? Ah ja, doch, ein bisschen. Ja, und ja, jetzt Scoreline vollendet. Und das ist wichtig, sofort der Refrag, sofort das 4 und 4 wieder draus machen. So, SK, was jetzt? Ja, da will man den Go über Action tatsächlich wagen. Und er kommt... Nein. Auf dem Spot! Oh, einer verschießt! Das wird die erste Runde für SK, wenn es hier aimtechnisch so weitergeht für die Jungs von Snogger Dragons. Das holen die noch. Das holen die noch. Im MNL. Erster. Überlang. Haus, down jetzt, Scorpline nicht mehr zur Verfügung, um von der anderen Seite anzugreifen. Die AWP verschießt hier. Dizzy macht während, hat Scorpline aus dem Haus rausgenommen. Action Zone kommt jetzt, Tugai mit der AWP. Das war dumm von ihm. Sandkasten lebt noch und Spot ist noch da. Dizzy macht jetzt den Frag, Tugai versucht es mit der Deagle, macht den Frag nicht. Die AWP auf Nahkampf. Oh, Dizzy, wie liegt die Bombe? Oh. Ja, und er schießt halt in einen Schuss durch den Heuballen. SK mit der ersten Runde. Naja, knapp war es mit dem, das machen sie noch. So, jetzt darf sich Snogger nicht verunsichern lassen. Jetzt müssen sie sofort die achte Runde holen, damit SK wieder gebremst wird. Gute High! Schöne Nate. Ganz, ganz starker AE hier von Majin. Ah, das ist bitter. Kann man sich übrigens seinen Taktikguide runterladen. Wie zerstöre ich mich selber? Schon ganz schön bitter, wenn einem sowas passiert direkt am Anfang. Ja, echt er hat heftig. Sich halt auch die Nate auch direkt auf den Kopf gesetzt. Ja. Hat sich gedacht, wenn ich der eh schon Scheiße schmeiße, dann springe ich wenigstens hinterher. So, SK gummelt wieder. Ja, die sind irgendwie kein Fan vom Schnellspielen. Ich sehe schon. Das mögen sie nicht. Was macht Tugai eigentlich da? Mit der AWP im Eck rumhüpfen die ganze Zeit. Sieht man da was? Speckt er da nicht durch? Das wäre mir jetzt neu, aber wo könnte gerne, man durchspecken? Ich lasse mich gerne. Wahrscheinlich geraten. Zwischen den beiden Kisten kann man kurz, ganz kurz durchspecken, ob was da ist. Da kommt immer so ein kleiner heller. Also, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Tugai. Ich werde es prüfen. Ich auch. So, jetzt kommt ein Go überlang. Nee? Sie splitten. Sie splitten den großen Spot. Ja, deiner mit dem Frag. Der muss weg, der muss. Und er darf und noch einen holen. Und wirft noch eine Flash, bevor er rausgeht. Er muss und doch da Dizzy, helfen. Dizzy killt ihn immer noch nicht. Oh, war. 8-1. Jetzt muss man mal so sagen, das war schlecht. Ja, das war schlecht. Extrem schlecht. Da gibt es keine Ausrede, das war einfach nur schlecht. Und jetzt kommt das Timeout auch von SK. Damit sie es nochmal hören, das war schlecht. Er kommt. Auf so. Geht's, wir sind immer noch im CSS. Es ist soweit noch ein gutes Spiel. Snogard liegt vorne, drückt SK hier ganz schön auf den Zahn, fühlt ihn ganz schön auf den Zahn. Und ja, soweit so gut. Jetzt vielleicht mal was Schnelles, aber erstmal die Eco. Erstmal Eco. Jetzt darf jemand glänzen. Ja. Erster Schuss. Ah, da muss er zurück, schneller. Nein. Er schießt. Jawohl. Zweiter sitzt. Nahkampf, Tugai, AWP, da ist die Diegel, da glänzt Tugai! Da ist das Ace. Der MVP Award verleiht Flügel anscheinend. Wie hieß das vorher? Minus 13 gegen SK? Ja, auf Tuscan, ja, war so. Aber er hat mir gesagt, er hat angeblich mit Interp 1 gespielt.
Ich weiß zwar nicht, ob das überhaupt auf dem Server überhaupt funktioniert. Ich weiß es auch nicht. Aber er scheint sich seit gestern Abend erholt zu haben. Ja, ich meine, im LAN war er die letzten Male immer stark, aber auf den IFNGs immer super unterwegs. Ja, Intab 1. Nur für die, die es nicht wissen, es hat so eine Verzögerung, wenn man ums Eck geht, die Hitboxen sind verschoben. Und von daher muss man dann leicht vors Model aimen, statt direkt aufs Model. Das wurde eigentlich gefixt. Er hat gemeint, es wäre bei ihm nicht gefixt gewesen. Gut, lassen wir mal so dahingestellt. Und jetzt mal der Frag. Auf Seiten von SK direkt auf B. Deiner steht dafür lang. MT bis jetzt auf dem Spot sehr gut gewesen. Jetzt aber mal der Counter-Frag direkt hier von Majin. Dann er muss regeln von lang. Majin ist low. Jetzt ein HE auf dem Spot und alle feiern. MNL ist auf jeden Fall auch noch da. Ah, die sind aber alle low, SK, also. Ja, die AWP auf Spot muss aber trotzdem nur den einen Hit machen und dann fällt man hier halt um. Und über Action. Mädchen hat eine gute Posi. Mädchen hat eine gute Posi. Ja, MNL durch die Smoke gegen Cyrox. Jetzt vielleicht im Sandkasten. Purit muss es jetzt noch reißen. Erst Last Man Standing. Macht den ersten gegen Tugai. Purit super low. Und er kann es machen hier für SK. SK mit 9:2, da ist die Runde. Die Runde hat sich gelohnt. Ja. Das Timeout war es wohl wert. Das war halt das erste Mal, dass sie jetzt wirklich schnell gespielt haben. In der Mitte dann... Oh, ja. Da ist genau solche Frags müssen halt schnell passieren. Oh, Dünner. Dünner verwirft auch die HE, hat gedacht, wir wären hier bei 1:6. MT jetzt gegen Purit. Offensiv im Teppich gewesen. Bei Snowgard spielt auch irgendwie jeder Aave. Mal der, mal der. Jetzt spielt MT. Mit zwei AWPs unterwegs. MT spielt seine AWP jetzt aber wirklich sehr defensiv. Tugai immer noch mit der AWP. So, und SK macht das, was sie am besten können. Gammeln. Und irgendwann mal hier den ersten Headshot kassieren und dann erlegt nach. Gammeln und kassieren, darin sind sie gut. Im Moment zumindest. Im Moment. Das kann sich alles ändern. Aber Dünner gefällt mir da richtig gut auf dem großen Spot. Unter zwei Kills geht Dünner nicht down. Ja. Jetzt kommen Cyrox und Rack hier nach oben. Von Lang wird noch gedeckt mit der AWP und MT spielt es immer noch sehr gut runter, also er spielt es auch genau so, wie es machen muss. Jetzt wird schon wieder zeitlich eng, die lassen sich einfach viel zu viel Zeit, die müssen jetzt angreifen. Ja, und Deiner steht da auf einer Standardpose, die auf jeden Fall gecheckt wird. So, 3 gegen 2. Oh, und Rack geht da ganz sinnlos rum, meiner Meinung nach. Das war nix. So. MNL wird's machen. Genauso ist es. Kommt ihr von hinten und macht Cyrox. Und somit ist diese Runde wieder auf dem Konto von Snowguard. Und das ist jetzt nur semi-gut für SK, weil das heißt wieder Geldverlust ohne Ende. Also sie kriegen halt nicht so viel Kohle. Ja, die kriegen zwar ein bisschen Geld von der Bombe, aber der ganze Kreislauf ist wieder kaputt. Das heißt, jetzt gibt's wieder weniger Geld die nächsten zwei Runden. Kein Loser-Bonus. Oh, also wir werden hier doch kein 13-2 sehen, oder? Also es wäre schon ein bisschen krass. Es wäre phänomenal. Auch das? Es wäre behindert, ehrlich gesagt. Ich habe mich auf Snowgard nicht vorbereitet. Sondern nur auf SK. Jetzt mal der schnelle Go. Hier auf Klein. Aber wieder Eco. Alle laufen Tugai rückwärts. Ganz clever. Oh, Tugai verschießt mit der Deagle jetzt. Kein Frag bis jetzt. MNL muss es machen. Hat 3 Frags gezogen. MNL kommt noch zur Hilfe. Am Gelben der letzte Frag. Und da ist Snowgard. MNL mit 4 Kills. Also sie tauschen einfach durch, jeder darf mal ein bisschen glänzen. Aber auf den Kleinen scheinen sie sowieso nur mit den Ecos zu kommen. Auf Kleinen versuchen sie es auch nur mit den Ecos. Ja. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe. Aber ich auch nicht. Gut. Muss ich aber glaube ich auch nicht. Das Bootcamp die Woche wird was erbracht haben, irgendeine Tendenz. Auf welcher Map auch immer. Ja. Das war auf Tuscan übrigens genauso. Der Kleine wurde einfach ignoriert. Außer den Ecos. Ja, wieder langsamer Aufbau auf Seiten von SK und der funktioniert einfach nicht. Und sie machen ihn trotzdem immer wieder. Also, wer sagt bei denen an, bitte? Ja, Snowgard spielt das super clever. Lassen sich überhaupt nicht irritieren, von was SK da rumblödelt.
Ja, es gibt ja Teams, die kommen, die verlieren dann die Nerven oder sowas, gehen dann irgendwo dumm offensiv, lassen sich holen. Aber Smoga bleibt einfach wirklich auf Position. Jetzt geht's lang durch. Mädchen gegen Dünner. Oh, jetzt wird's ein Baseball, oder? Ja, das wird die Zange für klein. Ja, Tugay muss im Prinzip nur den Frag setzen in der Banane. Und in der Base steht MNL schon, macht den Frag aber nicht. Und jetzt ist Scoreplan noch gefragt. Und Tugay in der Banane, er muss den Frag da machen, er muss da drauf gehen. Malte, jetzt von hinten. Jetzt sind sie drauf auf dem Spot zu dritt. 3-2, aber der Kleine ist gut zu read. Oh, Scoreplan ist schon low. Scoreplan ist low, aber Geld haben sie. Also sie können es auf jeden Fall versuchen, so teuer wie möglich zu machen. Die HE war super. Ja, ich würde jetzt vorne rumgehen. Oder saven. Nicht in die Kirche mit einer APP. Und er macht es trotzdem. Ja, die Frags bei SK sitzen. Hier ist Runde Nummer 3 für sie. 11-3. So, jetzt haben sie schon mal ein Polster, falls sie die erste Runde verlieren. Das ist ja schon mal was. Wer hätte gedacht, dass wir das über SK sagen? Also mal ehrlich. Ja, das war auch gerade mein Gedanke. Reden wir hier gerade wirklich über SK? Sagen wir gerade, es ist gut, dass SK ein Polster hat von 3 Runden? Ich bin schwer beeindruckt von Snowgard, aber ich muss auch sagen, ich bin schwer enttäuscht von SK. Ja. Aber wer weiß, vielleicht als CT eine Wand. Tugay wieder zielt offensiv rein, Banane. Aber man hat gesehen, Equipped Round, man geht den Kleinen, man gewinnt die Runde. Ja. Das erste Mal versucht, es hat funktioniert. Ich weiß nicht, warum man jetzt wieder so lange für den Großen aufbaut. Okay, man hat wohl den AWP-Spieler getauscht bei SK. Nico hat wohl gesagt, ist nicht heute. Oder Mädchen hat wahrscheinlich ihm gesagt, ist nicht heute. Jetzt mache ich mal. Ja, Tugungs. Ja, jetzt sollte er da weg. Er wurde jetzt ja gesehen. Er muss da weg. Der Kräuterhumpen wird nochmal reinspringen. Und Tugungs? Nein, er kriegt nichts. Also aber auch schon ein bisschen fies, dass er da tatsächlich so langsam nochmal reinsneaken darf, um zu gucken, ob er noch was. Also. Aber es ist wieder der Standard-SK-Aufbau: Banane einnehmen, Haus einnehmen, Scorpline im Pool raus. Oh, und Dizzy ist auch low. Da jetzt geht er auch schon drauf gehen wohl. Ganz stark. Das blind. Yo, Rack kommt ums Eck und drückt. Die Bombe aber immer noch nicht unterwegs Richtung Klein. Und die wird jetzt down gehen. Cyworks kommt da viel zu spät weg. Das war's. 12-3. Oh. Außer Majin zeigt jetzt. Jetzt will er messern. Er will messern. Pass auf. Er schafft's aber nicht. Wenn sie jetzt die Runde verlieren, dann lache ich. Er ist so blind. Oh mein Gott, er ist so blind. Oh mein Gott. Und das MT mit dem Frag. 12-3 für Snowgard. Ich hatte vorhin anders.